Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Ja, jetzt nehme ich mal den anderen Charakter hier mit rein. Jetzt ist kein Waschbär mehr. Jetzt ist es. Es war vorher auch schon kein Waschbär, jetzt ist es ein normaler Panda. Nein, jetzt so. Nein, und da gibt es dann auch keine Diskussion mehr darüber. Es ist kein Panda. Was soll das denn sonst sein? Das ist ein schwarz-weiß gestreifter. Schwarz-weiß gestreifter. Auf jetzt, ich möchte mit dem Video. Ja, ein weiß-schwarzer Waschbär. So, dann fangen wir mal an mit den ersten Kommentaren des Tages. Wir haben wieder Maximax. Der Klaus doch lässt nicht los, ja, den Maximax, der Klaus. Der Kawaii Klaus kriegt ein Like von ihm. Also, von Maximax. So. Und Herr Gleich feiert eine Klaus-Heißler-Kombo. Zwar nur vom Aussehen her, aber trotzdem stimmt sogar. Ja, um Gottes Willen, ich mag, wie gesagt nochmal, ich mag den Klaus ja auch, aber als Karte mag ich ihn halt nicht so. Aber ich habe jetzt eine neue Karte, die ich noch viel, 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 viel weniger mag. Das ist halt der Legendary Hermes. Also Klaus Heißler ist ja tausendmal besser als der Legendary Hermes, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt halt Maximax in den Kommentaren, er gleich findet eine Karte besser als ja, und damit hat er ja auch recht. So. Also Alex2651 meint, Dr. Bobbenstein hat mit der BGE 24 Craze, aber Devil Bobby ist immer noch besser. Ja, Devil Bobby ist nach wie vor ein Monster und er hat mir auch schon ein paar Mal jetzt Probleme gemacht. Also, Also immer gegen ja gleich den, was war das jetzt? Teufel Bobby. Ich bin zur Nacht, sorry. So, und dann geht's los. Jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich erstmal hier rüber gehen. So, also. Muss ich mal gucken. So, ja. Welcher gefällt euch eigentlich besser? Gefällt der euch besser, der Panda, als der andere? Nein, der Waschbär ist besser. Ich finde, der hier sieht eigentlich auch ganz nice aus, oder? Der Waschbär ist aber besser. Ja, der Panda ist eigentlich ja auch nice, nein, der, oder nicht? Ja, der eine Waschbär, der normale Waschbär sieht besser aus als der, findest du? Der weiß-schwarze Waschbär. Also ich finde den hier schon mal ziemlich nice. Ja, aber der weiße Waschbär ist besser. Schlechter. Also egal. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Das ist jetzt lila mit Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Habe ich ja schon ein paar Mal meine Meinung dazu gesagt. So, ich bin irgendwie nicht so richtig im Bilde hier gerade. Ich muss mich mal darüber ziehen. So, rip, rip. So, okay. Besser. Besser. So. Dann gehen wir in den Shop rein und gucken wir mal, was da so am Start ist. Dann haben wir einmal eine Mythic Peggy. Und ja, mit Cupido Bobby nach wie vor, Philip J. Fry, Buch der Zaubersprüche und dem Hexenkostüm. Meine Meinung auch dazu kennt ihr inzwischen. So, dann haben wir hier die Postal Borax Box mit Postal Lois, The Borax Kit, Buch der Zaubersprüche, Hexenkostüm, Luann Platter und Lois Griffin. Auch das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. So, und dann sind wir auch schon soweit. Und dann sind wir hier in der Mastery, Combo Mastery Meisterschaft. Ja, und hier sehen wir jetzt eine Combo. Oh mein Gott. Es ist so lange her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber ich weiß es noch. Es ist noch bei mir irgendwo im Hinterstübchen geblieben. Der Street Fighter Peter war damals ganz am Anfang, so ziemlich am Anfang, als ich den Peter das erste Mal bekam. Und da gab es noch nicht so viele Kombos. Da war das für mich eine der geilsten Kombos, die es in dem ganzen Spiel gab. Lange, lange ist es her. Jetzt schauen wir uns den mal an. Der Street Fighter Peter. Meine Güte. Ich habe den geliebt, ehrlich. So, ja, und jetzt schauen wir uns den mal an. Ich meine, immerhin. Immerhin, guckt euch das an, mit einer normalen Propane 14 Punch. Das war damals schon sensationell. So, und wenn ich die jetzt hier maxe, ja, 19, das war für die Zeit, also wo wir noch, bevor es diese ganzen krassen Mythics und so weiter gab und dann die Hammer-Kombos bei rausgekommen sind, das war schon geil.
Und wenn man das hier mit dem Burger Boss gehabt hatte, ne? Hat die weniger Punch? What? Fällt mir gerade so auf. Wie lange habe ich die Propane eigentlich im Deck gehabt? Da gab. Irgendwann habe ich mal gesagt, guck mal, jetzt hör mal auf mit der Propane, mach die mal raus hier. Hat da nichts mehr verloren in dem Deck. Ja, lange Zeit ist es her. Ist krass, ne? Man sieht hier mit der normalen Common stärker als mit dem Burger Boss. Vier Leben mehr, Ja, aber die aber. Propane war generell, glaube ich, stärker als der Burger Boss. Ja, aber das ist ja eigentlich Burger Boss, ist ja eigentlich die Epic-Version. Hä? Das ist Aber. die seltene Version. Die seltene Version. Ja, da ist einmal die Common-Version und da ist die seltene Version. Und da. Schon. Ja, Propane, ich hab's geliebt. Hä? Ist Bob besser? Bob hier. Ach, Was? wie hieß er denn jetzt? Was? Burger Boss. Ist die Mac besser als der Hermes oder schlechter als der Hermes? Die Besser. Mac ist noch besser als. Ja, eben. Hermes ist wirklich der schlechteste. Also momentan mit Abstand die schlechteste Leci. Also du kannst halt so Mit sagen, Abstand. dass zum Beispiel der Bob in Epic, sagen wir mal, der Bob in Epic ist besser als der Hermes in Legendary, okay? Und Definitiv. der Hermes ist ja trotzdem der Legendary. Das bedeutet, Definitiv. muss ja nicht sein, quasi. Definitiv. Also. Absolut. Also, es gibt kaum was Schlechteres als jetzt hier momentan diesen Legendary Hermes. Was gibt's denn Schlechteres? Glücksfee. Den Common Hermes. Der war So. so unfassbar schlecht. So, jetzt gehen wir in die nächste Combo rein. Weil ich kann ja auch mal den Panda von der gleich steuern. Ich kann ja mal reinkommen ins Bild. Nein, hör mal jetzt auf da. So, also ich will. Und da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Da ist der Drunk Hermes und der Drunk Hermes ist wirklich. Schlimm. Ja, gucken wir mal hier. Achso, ich blende den gar nicht ein. So, da ist der Drunk Brauchst du auch nicht, Hermes. der ist zu schlecht. Juhu, mit Schild und einmal das Mäuerchen durchsprechen, aber. Gucken wir mal, gehen wir mal zu einer Leggy-Leggy-Version. So. Ja, das wäre das hier. Naja. Haben wir noch irgendwas Besseres? Robson? Ja. Sieh irgendwas Anständiges mit dabei. Naja. Naja. Also. Schlecht. Gut, also die ersten beiden Kombos für 500 Gems mal wieder für die Füße. Ist auch ganz gut so. So, dann kommen wir zu Combo Mastery Nummer 3. Und das ist hier der American Gigolo. So, jetzt ziehen wir uns mal den American Gigolo rein. Und da, ja, stimmt, den gibt es ja auch in der Mythic-Version. Mythic Quagmire, da sieht das schon anders aus. Also hier, Mythic Quagmire, 13er Bombe, 20 Gas, 22, 79, 24, das Durchbrechen der Mauer, das ist schon übel. Der tut weh. Also American Gigolo, wer den Quagmire hat, der freut sich jetzt mit Sicherheit über diese Combo. Also die solltet ihr euch holen für 1000. Wenn eine Mythic Quagmire hat, nicht in der seltenen Version. So, die ist echt gut. Dann geht's weiter. Dann haben wir jetzt hier als nächstes noch Combo Mastery Nummer 4. Das ist All Right Linda. Das ist diese hier. Mit Sportkarten. Linda mit Sportkarten. Und da haben wir, ja. Die ist auch für die Füße. Brauchen wir nicht länger drüber zu reden. So, und jetzt kommen wir zu einer richtig geilen. Auf die freue ich. Ups, Kamera ist weg. Auf die freue ich mich und die werde ich jetzt auch holen. Das ist hier Dummy Fight. Und dann schauen wir uns mal Dummy Fight an. Combo Recipe. So, Dummy Fight hier mit dem Roger und mit allen möglichen Fighter-Kombos, Fighter-Karten. Mit Gas, mit Cripple, mit Heilen.
Und da ich ja zwei Kombo-Möglichkeiten davon im Deck habe, ist einmal die Snotch Rocket und dann einmal Brine the Home Invader, werde ich mir die jetzt auf jeden Fall mal gönnen. Aber ich glaube, ich hole sie mir nur einmal. Machen wir das? Komm, wir holen sie uns jetzt erstmal einmal. So, und badau, 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 badau. So, plus 10%. Was wäre denn eigentlich, wäre auch nicht schlecht, wenn man die 5, 5, 5, 5. Soll ich sie mir noch ein zweites Mal? Ich bin am Überlegen. Muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen? Also es kann sein, dass ich sie mir nochmal hole. Also dann noch zweimal. Man braucht es ja dreimal, um sie auf Level 2 zu bekommen. Auf jeden Fall freue ich mich da riesig drauf. Und ja, dann nehme ich das Ding und pack's hier oben zum Erforschen rein. Und dann haben wir hier die Combo Mastery. Da ist er. Dummy Fight. Also es reicht ja nicht für die Leute, die sich damit noch nicht so auskennen. Es reicht nicht, die zu holen. Die muss man dann auch noch erforschen. Aber ich denke mal, das weiß eigentlich jeder von euch. So, dauert einen Tag. Danach hat die 24, 64, 18, 8, 18. Das heißt, rechnen wir einfach jetzt nochmal 10, machen wir einfach nochmal das gleiche, dann hättest du 20, 20, 9, 26, 70, 26, 70, okay. Muss ich mir überlegen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Englisch. Übrigens, bevor ich jetzt hier rausgehe. Yeah, müsst mal gucken. Es ist bald soweit. Sagenhafter Stein. 986 Stück habe ich. So, und wenn ich jetzt hier unten reinschaue in diese. Ah, und wenn wir zusammenrechnen, 986 plus 25, dann habe ich morgen eine weitere Mythic. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und dann, das wird natürlich auch hier abgefilmt. Und dann machen wir ein Pack-Opening hier. Pack-Opening mit Mythic für den Gleichi. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ja. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.